Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Schmeier, Paartherapeut. Ich mache nochmal aufmerksam für die Liebeschip-Fans auf die schönen Beutel. Gibt noch welche, gibt auch verschiedene Sprüche, kann ich hier nochmal drunter packen. Und es gibt ja auch den Glaubenssätze-Kurs hier zum Frühbucherpreis. Wird richtig cool, also ich finde den mega. Wird, glaube ich, nochmal viel klar machen. Und genau, nächsten Monat geht auch die Selbstliebe-Challenge wieder los. Und da gibt es ein ganz cooles Bundle. Ja, genau, heute haben wir die Frage, was war es nochmal? Hatte so einige hier gerade. Mit Bedürftigkeit und Ego, genau. Hallo Christian, ich bin vor ein paar Tagen auf deinen Podcast gestoßen. Ja, ich habe jetzt auch den Podcast wieder reaktiviert, weil scheinbar doch so ein paar den hören. Und es wird auch einen neuen Podcast geben mit Redaktionsnetzwerk Deutschland zusammen, Liebesrausch. Der kommt in 2 Wochen raus, findet ihr auch auf den üblichen Plattformen. So, und habe schon einige Folgen mit Begeisterung gehört. Es kann also sein, dass du meine Frage in einer deiner Folgen bereits aufgegriffen hast. Vielleicht könntest du mir in diesem Falle einfach die Folge mitteilen. Ansonsten zu meiner Frage. Ich bin Mitte 30 und die biologische Uhr ist ein nicht zu unterschätzendes Problem, welches emotional sehr belasten kann. Wenn der Wunsch nach einem Partner und in meinem Fall auch einer gemeinsamen Familie stark ausgeprägt ist, wie schafft man es dann, nicht bedürftig zu wirken? Also ich meine, das sind zwar Begriffe, die nahe aneinander liegen, aber die liegen natürlich nicht komplett übereinander. Also du kannst sagen, ich möchte gern so abstrakt, sage ich jetzt mal, gern ein Kind haben und Familie haben und trotzdem in so einer Autonomie sein und sagen, hey, ja, ich bin mit mir zufrieden. Also es gibt also auch unbedingt ein Kind haben wollen, ist jetzt überhaupt nichts negativ dran, ist ja auch ein biologische Geschichte. Klar, die Welt hat schon viele Menschen. Also deswegen würde ich auch sagen, wenn jetzt jemand sagt, er möchte kein Kind haben, ist es genauso in Ordnung. Ne? Und aber wenn du einen haben möchtest, ist es auch okay. Es ist halt, wie soll ich mal sagen, wenn du es, ist immer die Frage, warum macht man das? Das ist beim Kind natürlich besonders schwierig. Ne? Also naja, gut. Es kann, glaube ich, verschiedene Aspekte haben. Es kann einfach der Wunsch sein, ein Kind haben zu wollen. Es kann auch bedürftige Aspekte haben. Das müsstest du für dich mal angucken, was jetzt nicht heißt, dass man das deswegen nicht machen soll. Aber es ist eigentlich immer so, wenn man irgendwas unbedingt haben will, was nicht in einem selbst liegt, hat es natürlich immer eine gewisse Art von Bedürftigkeit. So, ne? Ich merke, dass mehr und mehr mein jetziges Leben mit all den tollen Freiheiten zwar schön ist, aber etwas fehlt. Ja, könnte ich jetzt sagen, aber ich sage jetzt einfach mal so frei Schnauze, ich kenne dich ja nicht, aber es ist auch immer die Frage, wenn irgendwas fehlt, fehlt da nicht auch mit dem Kind was? Also ich könnte wetten, das ist ja, solange wir nicht erleuchtet sind, fehlt eigentlich immer irgendwas. Ne? Du kriegst jetzt das Kind und das ist ja wieder was von außen und ja, dann fehlt dir irgendwas anderes, dann fehlt dir dein freies Leben. So, ne? Also insofern, ich kann dir nur raten, genieß jeden Moment, so gut es geht, jeden Tag, wie er gerade ist. Und dein Wunsch hat das Universum sicherlich aufgenommen. Aber ja, vielleicht hast du irgendwann ein Kind und denkst, ach, wie herrlich waren meine Freiheiten, ne? Verstehst du? ich ertappe mich dabei, auf der Straße fast jeden Mann intensiv anzuschauen, um Anerkennung zu bekommen. Ja, das ist jetzt wieder was anderes, ne? Also Anerkennung ist natürlich definitiv so ein Ego-Thema, ne? Weil das Ego will immer diese Anerkennung haben, so. Unsere Seele, sag ich mal, die braucht das nicht so. Und wir leben halt, das ist ja unser Problem in unserer 3D-Realität, dass wir halt mehr oder weniger komplett aus dem Ego leben. Das führt zu den ganzen Problemen, ob jetzt Partnerschaften, politisch, weltweit, ja, ist wie es ist, ne? Aber das hat ja mit Kinderkriegen nichts zu tun. Also nur weil dich jemand anguckt auf der Straße, will der ja nicht mit dir ein Kind haben. So, ne? Also das ist, haben viele, finde ich auch gut, dass du das so benennst. Vor allen Dingen Leute, die eher attraktiv sind. Da kann das Ego auch dann so richtig reingehen, weil wenn man sowieso
grundsätzlich selten angeguckt wird, dann gibt es auch keinen Grund, da so ein riesen Ding draus zu machen. Aber wenn man sozusagen die Chance hat oder man weiß, man wird grundsätzlich, kann ich da so, kann ich Bestätigung bekommen, dann ja, hat man auch keinen Grund, diesen Bereich sich anzugucken, sondern dann sucht man halt immer weiter diese Bestätigung. Ne? Ich hoffe, es ist irgendwie verständlich, was ich sage. So, jedoch immer wieder die Enttäuschung, dass mich weniger anschauen, obwohl ich mich als attraktiv bezeichnen würde. Ja, also ich meine, mich schaut jetzt auch groß niemand an. Müssen viele mit leben, außer mich kennt jemand. Oder vielleicht auch, ja, kommt selten vor. Oder ich kriege es nicht mit, keine Ahnung. Aber ja, ist auch gut, wenn ich auch welche anschauen. Und natürlich ist das ein Mindset. Also ich meine, warum solltest du keinen, also viele kriegen auch noch Spätkinder. Und ich sage immer wieder bei diesem Kinderthema, je mehr man da sich unter Stress setzt, umso schwieriger wird das. Ne? Also je mehr man sich sagt, ich habe keine Zeit mehr, weil unter Zeitdruck trifft man eigentlich immer, oder ist man in Gefahr, wirklich blöde Entscheidungen zu treffen, auch den Falschen auszusuchen. Und ich würde mich da ein bisschen zurücklehnen und denken, ach, das Universum wird schon richten. Und natürlich machst du Aktivität, also du gehst raus und sagst, ja, ich bin offen, jemanden kennenzulernen, oder du suchst aktiv jemanden, kannst du auch machen. Aber ja, vertraust da ein bisschen aufs Leben. Bedürftigkeit wirkt unattraktiv, das stimmt. Doch wie kann ich diese Bedürftigkeit nicht mehr ausstrahlen? Ist für mich momentan eine unlösbare Aufgabe. Wie, denke nicht an den rosa Elefanten und es passiert dann umso mehr. Also mit dieser Bedürftigkeit, das ist ja auch, es ist nicht nur ein innere Kind-Thema, das wollte ich auch mal mehr beleuchten, das ist eben auch ein Ego-Thema. Also das innere Kind ist ja so, ja, das innere Kind eben, und das Ego ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Typ aus einer Motorradgang, der einen da versucht zu beschützen mit ziemlich ruppigen Methoden. Aber gut, das mal zum anderen Mal mehr drüber. Und also ich sag mal, das ist so ein Prozess, dass wir durch das Leben wird dieses Ego so abgeschliffen, so, ne? Auch Kinder schleifen zum Beispiel Ego ziemlich ab, so, weil man kann einfach nicht mehr so egozentrisch sein, wenn man Kinder hat. Und auch Enttäuschungen schleifen das Ego ab. Nur auch wenn man mal was nicht kriegt, schleift das Ego ab. Bis man so irgendwann merkt, dass dieses ganze Sachen hinterherlaufen, ja, dass das eigentlich so ein bisschen das Problem ist, ne? Dass man immer unbedingt irgendwas haben will, und dann will man das nächste haben und dann will man das haben. Und das ist auch, ist ja auch, was die Buddhisten immer sagen, dass die, ja, dieser, überhaupt diese ständige hinter Sachen herlaufen, in sich schon oft eben Leid erzeugt, ne? Und wenn einem das mal klar wird, dann kommt man auch irgendwann an den Punkt, wo man merkt, ja, ich kann ja die Welten im Innen erforschen, ich muss das nicht mehr im Außen suchen, und dann ist das schon eine ganz andere Geschichte. Aber man kann es natürlich, ja, aktiv auch angehen, indem du eben sagst, ja, ich gucke nicht nach dieser Bestätigung, du kannst es ja lassen, ne? Kannst ja das als Aufgabe machen, ne? Ich gehe durch meinen Tag und versuche nicht da durchzugehen, indem ich ja, über andere nachdenke oder gucke, ob die mich angucken, sondern mache einfach mein Business, was tatsächlich viel attraktiver ist, ne? Und das Gute bei Bedürftigkeit und solchen Sachen ist, dass man das durchaus ein bisschen spielen kann, nicht mehr bedürftig zu sein. Das wirkt auch schon witzigerweise, weil man einfach diese entsprechenden Verhaltensweisen dann nicht mehr zeigt. Und ja, das kann man, also fake it until you make it, ne? So, kannst auch bei der Selbstliebe-Challenge mitmachen. Das geht ja auch so sehr in die Richtung, zum Beispiel. So, ich vermute tiefe Gefühle dahinter, die ich vielleicht noch nicht bereit bin zu fühlen. Des Weiteren würde ich gerne deine Kurse absolvieren. Was war nicht recht, wo ich anfangen soll? Vielleicht kleine Fakten. Also du hast schon Therapie gemacht, viele Jahre toxische Beziehungen, viel mit deiner Kindheit gearbeitet. Also man sollte eigentlich immer anfangen bei Modul 1, weil das ist so mein Basiskonzept, Umprogrammierung des Liebeschips. Dann gibt es da die
Vertiefungsübungen dazu, mit denen man sich monatelang beschäftigen kann. Und dann ist man eigentlich auch beim Modul 3, das hatte ich ja eben schon gesagt, Selbstliebe-Challenge, denke, das wäre ein guter Start. So, in Phasen starke Wertlosigkeitsgefühle, Sinnlosigkeit, Einsamkeit, die sich nicht durch schöne Sachen, Unternehmungen füllen lassen. Ja, grundsätzlich ist natürlich auch immer dieser Kurs Spiritualität und nice geiles Leben, also um dieses nice geile Leben dann noch mehr anzugehen. Aber das sind auch wirklich tiefe Prozesse, die kann man nicht von heute auf morgen, also die Welt hat auch, solange wir die mit diesen Ego-Augen und 3D-Augen sehen, hat die Welt auch teilweise was Sinnloses. Und das ist halt so dieses, was Eckhart Tolle auch immer sagt, diese horizontale Ebene, ne? Dass man irgendwann merkt, ja, das kickt mich einfach nicht mehr. Ne? Das ist einfach, hatte ich gestern von Osho was richtig Cooles gelesen. Ich finde sonst immer so ein bisschen kritisch, aber das fand ich richtig gut, dass er auch gesagt hatte, man braucht auch so einen Moment im Leben, wo einen alles so komplett ankotzt und wo man das Gefühl hat, das bringt dann alles nicht weiter. Und dann ist man eigentlich erst bereit, so wirklich in die Tiefe zu schauen, ne? In die vertikale Ebene, ne? Oder wenn du so willst, spirituelle Ebene oder die Ebene in dir. Ne? Ach so, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Ich halte mich mittlerweile an meinen Standards, jedoch stecke ich in der Fehlersuche bei mir und Glaubenssätze über mich und Männer fest. Gut, ja, Dating-Kurs wäre auch was und natürlich der neue Kurs Glaubenssätze. So, oder holst du gleich so ein Paket. So, über mich und Männer, die mir wehtun, immer wieder versuche, das kleine Kind in den Arm zu nehmen, ihm zu helfen. Ja, da sind ja auch tolle Übungen drin im Modul 1. Modul 2 ist auch ganz schöne Trance drin. Dann, weil die ist, glaube ich, gerade nicht auf der Website, da müsste ich mich mal anschreiben, die Energiebooster-Trance. Die ist auch mega beliebt. Naja. So, mit welchem Kurs könnte ich starten? By the way, das finde ich jetzt ich persönlich spannend. Andere werden das nicht spannend finden. Mich hat die Traumatherapie und das Wühlen in der Vergangenheit den Schmerz richtig schön vertieft und in mein Nervensystem eingegraben. Ist so ein bisschen meine Kritik daran. Aber ich weiß, das wird mir jetzt wieder einen Haufen negativer Kommentare einbringen, weil viele lieben diese Traumaarbeit und ja, offensichtlich hilft sie auch vielen. Aber ich hätte, also weiß ich nicht, wenn ich, also ich persönlich würde für mich sagen, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, wenn ich jetzt nicht wirklich so ein krasses Trauma hätte, wie so ein Kriegstrauma oder ich war in Afghanistan oder so, wäre ich echt, würde ich persönlich immer wieder vorsichtig sein, also das immer wieder raufzuholen. Und klar, man sagt dann, dann wird es verarbeitet, aber das ist halt so ein schmaler Grat, ne? Wenn man es, ja, das ist ein schmaler Grat zwischen zu viel das Wegstecken ist nicht gut, aber auch zu viel immer wieder hervorholen, halte ich persönlich auch nicht so gut. Ich bin natürlich auch von meiner ganzen Ausrichtung, auch als Psychologe, bin ich natürlich sehr jemand, der immer wieder sagt, guckt in die Zukunft, versucht hier mit guten Glaubenssätzen eine gute Zukunft zu manifestieren. Lass die, also klar, wenn die Vergangenheit sich meldet im Hier und Jetzt, dann darf man sich natürlich angucken, aber da jetzt so aktiv rumzuwühlen in Sachen, die vielleicht gerade gar nicht aufpoppen, habe ich persönlich ein schlechtes Bauchgefühl zu. So. Aber wie gesagt, alle, die diese Arbeit lieben, macht es weiter und wenn euch das gut tut, dann ist natürlich alles wunderbar. Und in diesem Sinne, wir werden uns bald wieder.